Auf den Boden! Ja, sag mal. Trotzdem bleibt die Frage, warum er zugeschlagen hat, als noch nichts in der Kasse war. Vielleicht ging es ihm gar nicht um das Geld, sondern um Manuela Giesecke. Ich habe mal die Handyverbindung unseres Opfers überprüft. Also neben zwei Freundinnen hat sie in den letzten Monaten zweimal mit einer Anwältin telefoniert. Ich habe sie in einigen rechtlichen Belangen beraten. Ich konnte das einfach nicht mehr. Mit ihr und dem Baby von dem anderen Typen. Manuela Giesecke wollte ein Kind. Wir meinen, Sie haben jahrelang erfolglos versucht, eins zu bekommen. Sie ist durch eine Samenspende schwanger geworden, richtig? Ah, und Sie denken jetzt, dass einer von uns die beiden umgebracht hat? Ich habe ihn ja auch nur so kurz gesehen. Sie haben sie angerufen. Die Kleine braucht jemanden. Lassen Sie mich mit dem Kind in Ruhe. Ohne mich, verstehst du? Ich habe sie geliebt.